Kaum eine Geschichte in der Bibel ist so bekannt wie die aus Daniel Kapitel 6. Allein die Anzahl der Bilderbücher für Kinder mit dieser Geschichte ist fast unüberschaubar. Sie ist Teil der internationalen Folklore. Dabei war dieser Bericht wohl nie als Kindergeschichte gedacht. Sie liest sich eher wie ein Politthriller, der im Schaltzentrum einer Supermacht spielt und sich für eine Verfilmung anbietet. Der Plot verspricht Spannung pur. Ein unbescholtener, hochrangiger Politiker wird von neidischen und bösartigen Kollegen übel verleumdet und auf infame Weise in den Tod getrieben. Die Bösen haben es so intrigant angestellt, dass sie keinen Vorwurf treffen kann. So jedenfalls denken sie, als sie mit Genugtuung mit ansehen, wie der Unbescholtene zur Hinrichtung geführt wird. Aber es kommt anders als gedacht und die Geschichte nimmt eine überraschende Wendung. Unter König Darius, dem Meder, steigt Daniel zum Fürsten über Babylon auf und der König überlegt, ihn zum alleinigen Stellvertreter des Königs zu machen. Das ruft Neider unter seinen Kollegen auf den Plan, die nun versuchen, Daniel zu stürzen. Sie stellen Daniel und auch dem König eine Falle. Sie bitten den König, per Gesetz zu verfügen, dass 30 Tage lang niemand anders angebetet und geehrt werden darf als allein der König. Der König fühlt sich geschmeichelt und erlässt das neue Gesetz, ohne daran zu denken, dass Daniel niemals zu jemand anderem beten würde als zu dem Gott Israels. Daniels Neider lauern ihm auf und beobachten, wie Daniel nach seiner täglichen Gewohnheit am offenen Fenster zum Gott Israels betet. Der König erkennt das falsche Spiel der Neider, doch Kraft seines Amtes kann er Daniel nicht mehr retten. Er muss ihn in die Löwengrube werfen lassen, eine grausame Hinrichtungsmethode. Historisch gesehen ist Kapitel 6 eine direkte Fortsetzung von Kapitel 5, das wir bereits studiert haben. Dort wird ja das Ende des mächtigen Neubabylonischen Reiches beschrieben. Das Letzte, was wir in Kapitel 5 erfahren haben, war der lapidare Satz: Aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. Aus der antiken Geschichte wissen wir, dass die Perser im Jahr 539 vor Christus Babylon einnahmen. 20 Jahre zuvor hatte Kyros der Erste, der eine medische Mutter hatte, die Herrschaft in Persien übernommen. Er führte die beiden Volksstämme, die Meder und die Perser, zusammen und baute das Reich immer weiter aus. Er sah sich selber als der Begründer des persischen Reiches. Allerdings wird hier am Anfang von Kapitel 6 ein Darius der Meder als König genannt, der das Reich übernahm. Wer ist dieser Mann? Der Assyriologe D.J. Wiseman übersetzt Daniel 6,28 so: Und Daniel war erfolgreich unter der Herrschaft des Darius, nämlich unter der Herrschaft von Kyros dem Perser. Wenn diese Lesart richtig ist, dann war Darius ein Thronname für Kyros. William Shea hat neue und bedeutsame Fakten zusammengetragen, die diese Identifikation unterstützen. Andere haben beeindruckende Hinweise vorgelegt, dass Darius ein medischer König war, der von Xenophon als Kyaxares II. Erwähnt wird. Das war auch die Sicht von Josephus und Hieronymus. In dem Fall wäre er ein Mitregent mit Kyros gewesen. Wir dürfen nicht vergessen, dass obwohl über 100 Personen, die in der Bibel erwähnt werden, bereits durch archäologische Funde bestätigt sind, einige dieser Entdeckungen erst kürzlich gemacht wurden. Es werden noch viele mehr werden, solange Archäologen im Nahen Osten ausgraben und Historiker auch weiterhin die Tausende von Texten lesen, die noch nicht veröffentlicht wurden, seit sie aus den Städten der Antike geborgen wurden. Und jetzt passiert etwas sehr Erstaunliches. Der König sieht in Daniel eine Schlüsselfigur in der politischen Neuordnung des Reiches. Daniel, so heißt es, übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Man stelle sich das vor, da kommt ein neuer König, der gerade das Neubabylonische Reich eingenommen hat, und er baut die Verwaltung des Reiches auf einem Hebräer auf, den er gar nicht kennt. Offenbar hatte sich Daniel einen so guten Ruf erworben, dass der den Untergang Babylons überdauerte.
Und nicht zu vergessen, Daniel war derjenige, der den Untergang Babylons und dessen Übernahme durch die Meder und Perser vorhergesagt hatte. Und seine langjährige politische Erfahrung in Babylon empfahl ihn natürlich auch für höhere Ämter. Aber da ist noch mehr. Es geht auch hier wieder um Religion. Schon in den Kapiteln 4 und 5 bezeugen heidnische Herrscher, dass in Daniel der Geist der heiligen Götter ist. Das heißt, bei allem, was hier geschieht, ist Politik eng mit Religion verknüpft. Der König in dieser Geschichte baut auf Daniel, gerade weil er eine besondere Verbindung zur übernatürlichen Welt hat. Wenn wir jetzt mal in unsere Welt heute schauen, stellen wir fest, dass sich seit damals eigentlich nichts geändert hat. Wirklich nicht? Naja, es stimmt, seit der Zeit der Aufklärung im 18. Jahrhundert ist unsere Welt immer säkularer, sprich gottloser geworden. Vor allem unsere westlichen Gesellschaften scheinen immer mehr auf den Glauben an Gott zu verzichten. Im öffentlichen Leben spielt Gott angeblich keine Rolle mehr. Wenn wir heute von Anbetung reden, versteht kaum jemand, was damit gemeint sein könnte. Viele Menschen um uns herum glauben weder an Gott noch an irgendwelche Götter, wie es in der Antike der Fall war. Doch wenn wir uns diese Welt etwas genauer anschauen, stellen wir fest, dass da mehr Religion im Spiel ist, als wir meinen. Auch die Antireligiosität unserer Gesellschaft wird zur Religion, weil sie zu einem existenziellen Glaubenssatz gemacht wird. Gott und Bibel aus dem öffentlichen Diskurs herauszuhalten, wie es ja heute mehrheitlich geschieht, überlässt den Menschen sich selbst. Die säkulare Weltsicht zwingt dazu, rein innerweltliche Lösungen für die globalen Probleme dieser Welt zu suchen. Philosophisch gesprochen nennt man das ein geschlossenes System, weil keine übernatürlichen Realitäten zugelassen werden. Diese Suche nach einer sinnvollen und nachhaltigen Existenz trägt unverkennbar religiöse Züge. Das autokratische Gehabe mancher demokratisch gewählter Staatsoberhäupter macht das deutlich, egal ob in Europa oder anderswo. Da sehen wir babylonisches Gehabe. Wir wollen selber groß sein, wir sind unser eigener Herr und sind alle Mittel recht, um uns zu behaupten. Die konservativen Werte, die dabei hochgehalten werden, haben ihre Wurzeln eindeutig in Religion, in Kirche und Moschee. Und die Unterstützung der autokratischen Politiker kommt in erheblichem Maß aus religiösen Kreisen. Das Buch Daniel ermutigt uns, da genauer hinzuschauen und zu differenzieren zwischen bloßer Religion und echtem Glauben, zwischen politischer Religion und einer Beziehung zu Gott. Genau das ist auch der Kern dessen, was jetzt in Kapitel 6 vor sich geht. Es beginnt mit Neid. Die anderen Fürsten und Statthalter stören sich daran, dass dieser Daniel so hoch in der Gunst des Königs steht. Es ist recht wahrscheinlich, dass sie wissen, welchen Glauben Daniel hat. Er glaubt ja an den einen wahren Gott, der tatsächlich die Geheimnisse der Zukunft offenbart. Sie dagegen glauben an die Götter und vor allem an den Gottkönig. Der Konflikt zwischen diesen beiden Sichtweisen scheint vorprogrammiert. Eine Intrige leitet den Konflikt ein. Daniels Kollegen im Staatsdienst wollen unbedingt etwas finden, was Daniel in Schwierigkeiten beim König bringt. Aber sie finden nichts. Der Text sagt aber, sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Aber sie geben nicht auf. Und genau hier wird der Konflikt ein religiöser. Denn die Staatsbeamten sind sich sicher, dass sie keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden werden, außer in Bezug zum Gesetz seines Gottes, so heißt es hier wörtlich. Sie gehen zum König und schmeicheln ihm. Und sie schlagen vor, dass er ein Gesetz erlässt, das es 30 Tage lang verbietet, von einem Gott oder einem Menschen irgendetwas zu erbitten, außer vom König. Und dies, so betonen sie, ist dann ein Gesetz der Meder und Perser, das nicht mehr geändert werden kann. Wiederholt erwähnt die Bibel die Gesetze der Meder und Perser, die nicht verändert werden konnten.
Die wiederholte Aussage in Daniel 6, dass die Gesetze nicht geändert werden konnten, macht deutlich, in welcher schwierigen Situation Daniel sich befand. Entweder würde er angeklagt werden, das Gesetz zu übertreten, oder in seiner Anbetung Gottes treu zu bleiben. In der Bibel steht das Gesetz Gottes über den menschlichen Gesetzen, und wenn sie im Konflikt miteinander sind, dann sollen wir zuerst dem Reich Gottes treu bleiben. Diese Staatsbeamten wollen das Gesetz Gottes, an das sich Daniel hält, durch ein neues Gesetz der Meder und Perser aushebeln und damit Daniel fangen. Merken wir, was hier passiert? Eigentlich sind nur Gottes Gesetze unveränderlich, weil Gott sich nicht ändert. Hier setzt ein Mensch, der König, dem Gesetz Gottes ein angeblich unveränderliches Gesetz entgegen und tut so, als wäre er Gott. Das Gleiche werden wir im nächsten Kapitel erleben, wo ein ominöses kleines Horn auftritt, von dem es heißt, dass es Festzeiten und Gesetz Gottes ändert. Und immer wird es zu einer Frage von Leben und Tod. So auch hier. Wer diesem neuen Gesetz des Königs zuwiderhandelt, soll sofort den Löwen zum Fraß vorgeworfen werden. Das war eine der grausamsten Hinrichtungsmethoden, die es damals gab. Der König stimmt dem falschen Plan der Staatsbeamten zu. Das Gesetz wird erlassen. Die Spannung wächst. Was wird Daniel jetzt tun? Der Wortlaut des Gesetzes gibt vor, worum es letztlich geht. Man darf von keinem Gott und keinem Menschen etwas erbitten. Es geht um Gebet und Anbetung. Nur noch der König soll wie ein Gott angebetet werden. Doch die intriganten Staatsdiener rechnen offenbar damit, dass Daniel genau das nicht tun wird. Sie rechnen damit, dass seine Loyalität und seine Anbetung allein dem wahren Gott gelten. Und sie rechnen damit, dass dies für alle sichtbar sein wird. Wenn jemand etwas von Gott erbittet, dann betet er zu Gott. Genau das tut Daniel, und er tut es wie gewohnt am offenen Fenster dreimal am Tag, so dass jeder es sehen kann. Folgendes ist mir hier aufgefallen. Darauf zu spekulieren, dass jemand durch eine gute und positive Handlung sich selbst in den Tod stürzt, offenbart eine teuflische Gesinnung. Daniel betet seit Jahrzehnten seinen Gott an, woran scheinbar nie jemand Anstoß nahm. Und dann wird auf Betreiben von machthungrigen, eifersüchtigen Kollegen ein neues Gesetz erlassen, das darauf spekuliert, dass Daniel weiterhin etwas tut, was noch nie anrüchig oder strafwürdig war, sondern was gut ist, nur um ihm den sicheren Tod zu bringen. Das ist die Methodik des Teufels, des großen Gegenspielers Gottes. Es ist auch ein Markenzeichen der religiösen Auseinandersetzung, um die es im Buch Daniel geht. Es sind Mächte am Werk, auch lange nach Babylon und Medio-Persien, die mit Täuschung und Intrige arbeiten. Es wird eine Religion propagiert, die dem wahren Gottesglauben scheinbar ganz ähnlich ist. Jeder, der diese Fake-Religion nicht akzeptiert und praktiziert, wird mit dem Tod bedroht. Eigentlich geht es um einen Wettbewerb zwischen einer menschengemachten Religion und dem Glauben an den wahren Gott. Am Ende wird sich jeder entscheiden müssen. Folge ich einer Religion, die nicht dem entspricht, was Gott in seiner Bibel offenbart hat? Oder halte ich mich trotz Ausgrenzung und Widerstand an den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und in Jesus Christus in unsere Welt gekommen ist? Daniel zeigt in dieser Geschichte in Kapitel 6, was auf dem Spiel steht und wie es praktisch aussieht, Gott treu zu bleiben. Daniel lässt sich von dem neuen Gesetz scheinbar überhaupt nicht beeindrucken. Er macht so weiter wie bisher. Daniel betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Daniel betet in die Richtung von Jerusalem, um damit seine Hoffnung auszudrücken, dass Gott Israel nach Jerusalem zurückbringen wird. Doch über diese unmittelbare Erfüllung in der Geschichte des alten Israel hofft Daniel auf die Zukunft, die mit dem neuen Jerusalem im Himmel kommen wird, wenn Frieden sein wird, wie es der Name Jerusalem zum Ausdruck bringt.
und wo Gott wohnt. Jesus bezieht sich auf diese Hoffnung, auf das Kommen des zukünftigen Reiches Gottes als ein grundlegendes Element im Vaterunser. Dein Reich komme. Traditionell beten Juden in die Richtung von Jerusalem, wo Gottes Gegenwart wohnt. Im Buch der Offenbarung beschreibt der Prophet dieses zukünftige Jerusalem als den Ort, wo Gott bei den Menschen ist und unter ihnen wohnt. Diese Tradition findet sich auch in der frühen Geschichte des Islam, als sie nach Jerusalem beteten. Später veränderten sie das. Auch viele christliche Kirchen sind nach Jerusalem ausgerichtet, um dieselbe Hoffnung, das neue Jerusalem im Himmel, auszudrücken. Dieser Nachsatz in Vers 11, wie er es auch vorher zu tun pflegt, ist ganz entscheidend. Daniel lässt sich nicht beirren. Er ändert seine tägliche Gewohnheit nicht. Er handelt wie einer, der innerlich frei ist, nicht gebunden an Gesetze, die gegen das Gewissen sind. Es ist zu seinem Lebensstil geworden. Er hat sich entschieden, so zu leben, im ständig wiederkehrenden Kontakt zu seinem Gott. Das ist ihm offenbar so in Fleisch und Blut übergegangen, dass er gar nicht mehr anders kann. Das neue Gesetz und die Todesdrohung können ihn nicht davon abbringen. Er hält Gott unter allen Umständen die Treue. Die tiefe Überzeugung, eine Beziehung zum Schöpfer und Erlöser gefunden zu haben, findet Ausdruck in einer täglichen Haltung der Anbetung. Die wird zu einer festen Gewohnheit und gemeinsam führt das zum erfolgreichen Widerstand gegen die Versuchung, sich und die Anbetung Gottes zu verstecken oder gar den eigenen Glauben zu verleugnen. Auch wir heute müssen uns entscheiden, wie wir leben wollen. Die Kollegen mit den bösen Absichten haben nur darauf gewartet, dass Daniel wie immer zu seinem Gott betet. Sie beeilen sich, dem König davon zu berichten und Daniel der Übertretung des neuen Gesetzes zu bezichtigen. Die Reaktion des Königs lässt vermuten, dass er jetzt erst merkt, dass er in eine Falle getappt ist. Bevor sie Daniel verklagen, lassen die Staatsbeamten den König nochmals bestätigen, dass ein Gesetz der Meder und Perser nicht mehr zu ändern ist. Als sie diese Bestätigung haben, klagen sie Daniel an. Der König reagiert erregt und traurig. Er ahnt, dass er seinen besten Mann verliert. Und er registriert bestürzt, dass man ihn in eine Falle gelockt hat, aus der er nicht mehr herauskommt. Vers 15 besagt, als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu erretten. Der König bemüht sich bis zum Abend desselben Tages, Daniel vor der Hinrichtung zu bewahren. Aber es gelingt ihm nicht. Die Männer erinnern ihn erneut daran, dass das Gesetz nicht mehr zu ändern ist. Als der König schließlich doch den Befehl gibt, Daniel zu holen und in die Löwengrube zu werfen, sagt er etwas Erstaunliches zu Daniel. Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Das heißt, dieser heidnische König sieht nur noch eine Möglichkeit, wie Daniel gerettet werden kann. Indem sein Gott, der Gott Daniels, ihm hilft. Und der König geht offenbar davon aus, dass dieser Gott das auch noch in der Löwengrube tun kann. Das ist bemerkenswert. War der Glaube und das Beispiel des Daniel so vorbildhaft, dass der König tatsächlich zur Überzeugung kommt, dass dieser Gott ein Wunder tun kann? Dass er sogar hungrige Löwen davon abhalten kann, Daniel zu töten? Gott tut tatsächlich dieses Wunder. Als der König nach einer schlaflosen Nacht, in der er sogar fastet, zur Löwengrube eilt und zu Daniel hinunterruft, bekommt er von Daniel zur Antwort: Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Das erinnert stark an die ähnliche Erfahrung der drei Freunde Daniels in Kapitel 3. Da kam einer, der aussah wie der Sohn der Götter, zu ihnen in den Feuerofen und rettete ihr Leben.
Auch da ging es um die Anbetung eines Gottkönigs in Form eines Standbildes, das der König hatte errichten lassen. Auch da ging es um eine Entscheidung für den wahren Gott und gegen ein religiöses Gebot, das von Menschen erlassen wurde. Dasselbe erlebt jetzt Daniel in der Löwengrube. Gott schickt einen Engel und bewahrt Daniel vor dem sicheren Tod. Genauso wie der babylonische König Nebukadnezar vor ihm, lobt nun König Darius den wahren Gott. Er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt. Und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Das Zeugnis Daniels war stark und eindeutig. Sein Leben war von einem unerschütterlichen Vertrauen zu Gott geprägt. Und das hatte seine Wirkung, sogar auf einen heidnischen König. Dieses Vertrauen wurde belohnt. Daniel wurde gerettet. Die intriganten Kollegen Daniels allerdings mussten die Hinrichtung erleben, die sie Daniel zugedacht hatten. Auch das ist eine Botschaft, die wir im Buch Daniel finden. Es geht buchstäblich um Leben und Tod. Entweder du bist auf der Seite des wahren Gottes und lebst, oder du vertraust mehr auf dich selbst, auf andere Menschen und letztlich auf den, der in der Bibel der Erzfeind Gottes genannt wird. Und dann wirst du nicht am Leben bleiben. Damit ist das ewige Leben gemeint. Und die Hinrichtung der Staatsbeamten in Daniel 6 steht symbolisch für das Endgericht Gottes. An dieser Stelle frage ich mich natürlich, was hat das alles mit mir zu tun? Daniel Kapitel 6 ist weit mehr als eine Kindergeschichte. Sie ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie es möglich ist, auch unter größtem seelischen Druck, in Todesgefahr eben, zu dem zu stehen, was Gott gesagt hat. Aber tangiert uns das wirklich? Die allermeisten von uns leben ja in liberalen, demokratisch geprägten Ländern, die religiöse Freiheit gewährleisten. Die meisten von uns werden nicht mit dem Tod bedroht, wenn sie ihren persönlichen Glauben an Gott ausleben wollen. Was hat dann diese alte Geschichte von Daniel mit uns heute zu tun? Was hat sie mit mir zu tun? Die große Prüfung, in die Daniel ohne eigenes Verschulden geriet, war ein Konflikt des Gewissens. Einerseits schien die Lösung dafür so denkbar einfach. Lediglich 30 Tage darauf verzichten, öffentlich sichtbar zu Gott zu beten. Sollte doch machbar sein, oder? Andererseits wäre es für ihn einem Verleugnen des wahren Gottes gleichgekommen. Ich muss da unwillkürlich an einen gewissen Fritz Kolbe denken, einen kleinen deutschen Beamten, der im Oktober 1939 seinen Dienstposten in Südafrika verlassen und zurück nach Berlin gehen muss. Der Beginn des Krieges zwingt ihn dazu. Seinen kleinen Sohn muss er wegen der zugespitzten Lage bei einer Ziehmutter lassen. Was wird ihn in Berlin erwarten? Wird er als kriegsverwendungsfähig eingestuft? Oder kann er durch einen wichtigen Posten unabkömmlich bleiben? Am 9. November wird der kleine Mann zu einem Gespräch einbestellt, das über seine Zukunft entscheiden wird. Und siehe da, ganz überraschend bietet ihm der Leiter der Personalabteilung einen fantastischen Posten an, als Konsul nach Norwegen zu gehen. Ein ruhiges Land, ein friedliches Leben ohne Rationierungen und er könnte sogar seinen Sohn nachholen. Fritz ist völlig überwältigt. Was für ein attraktives Angebot. Doch da fährt sein Gegenüber fort. Es gibt da nur noch ein kleines Problem. Sie sind noch kein Parteimitglied. Das ist also der Haken. In den Jahren zuvor hatte Fritz es vermieden, mit der NS-Partei in Verbindung gebracht zu werden. Sein Vater hatte ihm beigebracht, niemandem blind zu gehorchen und den eigenen Werten treu zu bleiben. Schon seit 1930 ist Fritz klar, dass der Nationalsozialismus eine menschenverachtende, höchst unmoralische Ideologie verbreitet. Sei kein Idiot, rät ihm ein Kollege. Es genügt, wenn du ein paar wichtigen Leuten einen Höflichkeitsbesuch abstattest. Und die Sache ist gegessen.
Aber so einfach ist es für Fritz nicht. 2 Tage quält er sich mit der Entscheidung, fühlt sich hin und her gerissen. Auf der einen Seite greifbare Annehmlichkeiten, ein schönes, sicheres Leben mit großen Karrierechancen. Und auf der anderen Seite ein reines Gewissen, so etwas nicht Fassbares. Schweren Herzens beschließt Fritz, den Posten in Norwegen abzulehnen. Sein Gewissen hat schließlich den Sieg davongetragen. Daniel entscheidet sich ebenfalls für sein Gewissen. Und das war auf Gott ausgerichtet wie die Magnetnadel zum Nordpol. Dieses 6. Kapitel hat eine sehr konkrete Botschaft an jeden von uns. Halte dich an das, was Gott will und was er klar in seinem Wort verankert hat. Ich stehe zwar nicht durch staatliche Repressalien unter Druck, dafür aber vielleicht durch traditionelle Glaubensgewohnheiten. Wie oft kommt es vor, dass ich mit jemand über Gott reden will und mir das nicht gelingt, weil der oder diejenige Kirche anstatt Gott denkt? Jeder von uns muss sich ja die Frage stellen, glaube ich wirklich an den Gott der Bibel? Oder habe ich ein Bild von Gott, das von kirchlichen Lehrmeinungen geprägt ist, die mit der Bibel nicht viel gemein haben? Muss ich vielleicht meine Religion hinterfragen? Auch die Religion, die ohne Gott auskommt? Sollte ich mich von liebgewordenen Glaubenssätzen trennen, weil sie nicht dem entsprechen, was Gott sagt und will? Bin ich Gott wirklich treu? Laut dem Buch Daniel wird sich das wiederholen, was in den Kapiteln 3 und 6 beschrieben wird. Am Ende der Zeit soll es eine Macht geben, die dasselbe tut wie diese Gottkönige in der Antike. Sie verlangt Anbetung und Loyalität für sich und ihre Art von Religion und behauptet, Gott auf dieser Erde zu vertreten. Dabei vermittelt sie ein falsches Gottesbild. Die Bibel sagt, dass diese Macht, diese Religion in die Irre und letztlich in den ewigen Tod führt. Und deshalb ruft uns die Geschichte von der Löwengrube dazu auf, dem Beispiel des Daniel zu folgen und nur das zu glauben, was Gott in seinem Wort sagt. Wir werden vor die Wahl gestellt werden. Entweder eine menschengemachte Religion oder der wahre Gott.